Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir ein cooles Escape-Room-Spiel in VR auf Steam VR und zwar Rooms of Realities. Das hat mehrere Escape-Rooms. Ich werde einmal anspielen und gucken, wie weit wir kommen. Und das Ganze kann man aber auch, wenn man will, im Multiplayer zocken. Also bis zu 4 Leuten kann man ein Escape-Room machen. Das ist natürlich richtig cool dann. Und ja, das können wir vielleicht in Zukunft auch mal machen. Vielen Dank an meine Sponsoren, Voodoo's VR, Oppermann Events und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Also, um das direkt vom Anfang an zu sagen, man kann das Ganze Singleplayer oder sogar im Multiplayer zocken. Mit insgesamt 4 Leuten kann man hier rumhantieren. Das wird natürlich dann dementsprechend chaotisch, ist aber klar. So, also wir sind hier in dem ersten Escape Room und ja, ich habe hier schon zum Beispiel diese Kiste aufgemacht, da musste man hier so Nägel aufbrechen und so. Dann musste ich einmal hier diesen Safe öffnen, mal so als kleiner Mini-Spoiler von diesem Rätsel, um das zu lösen. Da sehen wir jetzt hier diese Uniform Otto Schmitz 23ZT. Und da die Lösung war halt OSZT23. Ja, das war jetzt noch relativ einfach. Wenn ihr Tipps braucht, müsst ihr auf dem linken Controller die Y-Taste gedrückt halten. Und alles, was blau markiert ist, das ist irgendwie wichtig, so als kleine Hilfe. So, und jetzt habe ich hier gesehen. Was haben wir hier? Ich will mal gucken, so ein Auge. Ja. Auf jeden Fall hat diese ganze Sache hier irgendwas zu tun mit diesen Kisten da, weil seht ihr nämlich, hier sind so Regler und da muss man jetzt die Sachen einstellen. Ja, zum Beispiel hier das Symbol, haben wir zum Beispiel die Pyramiden sind auf B3. Ich weiß natürlich jetzt nicht, welche von den 4 Kisten. Also Pyramide B3. Das war offensichtlich nicht die richtige. Wahrscheinlich muss man alle. Ich schätze mal, man muss alle richtig haben. Und ich weiß leider noch, ich habe noch nicht rausgefunden, woher man weiß, welche Zahl wohin muss. Ne, siehst du, man muss die alle richtig machen. Jetzt könnte ich die natürlich alle ausprobieren, aber irgendwie müssen wir rausfinden, welche von diesen. Guck mal, hier steht zum Beispiel SN416. Karte. Da habe ich zumindest schon mal rausgefunden, dieser H. Wenger, der ist ja hier, Hendrik Wenger, 5756. Dann habe ich hier 5756. Ja. Was ist das denn für ein Quatsch? Megahertz. Wie kann man denn beide gleichzeitig einstellen? Weiß nur der Geier. Hier habe ich auf jeden Fall schon rausgefunden, das muss man in die richtige Richtung drücken. Der Knopf ist irgendwie aber auch kaputt, das ist das Problem. Ne? Scheint hoffentlich egal zu sein. Hier ist ein. Ich muss hier vielleicht was hören. Ja, das wird schon hoffentlich stimmen, so, ne? So, und ich drücke nochmal auf die. Ja, das ist alles schon richtig. Aber ich habe leider nicht kapiert.
So, da ist ein Knopf, da ist eine Hand drauf und da ist ein Schloss-Symbol. Schloss mal 1, Schloss mal 10 und Schloss mal 100. Also das hat bestimmt irgendwas dann hiermit zu tun. Und wenn ich da drauf drücke, dann blinkt das so. Aber das hat nichts damit zu tun. Vielleicht muss ich auch jemanden anderen nehmen hier. 8476. Ne, gibt es zum Beispiel gar nicht. 02 gibt es auch nicht. 59 gibt es auch nicht. Es gibt tatsächlich nur 5756. Boah, warte mal, was ist denn hier? Nee. Scheiße, ey. Irgendwas habe ich. Irgendwas Dummes ist wieder, ne? Wo ihr dann wieder denkt, mein Gott, ist das ein Idiot. Und ihr habt recht. Auf jeden Fall, hier muss irgendwas drauf. Aber ich denke mal, das sind die Steine, die dann da drin sind, ja? Woher wissen wir, was wir wo eingeben müssen? SN416. Was sagt mir das? SN257. SN25. Das sehe ich hier nirgendwo. Ich denke mal, das wird dann hier geschrieben irgendwie. Aber vorher muss ich da irgendwas machen. Aber was? Warte, 5-7. So. Keine Ahnung, raff ich nicht. Keine Ahnung. Scheiße, ey. Ja, das ist natürlich jetzt interessant, wenn man das im Multiplayer macht, ne? Ganz klar. Ja, ich könnte natürlich jetzt hier stundenlang rumprobieren. Wenn ich so privat in Ruhe habe, ohne Kamera, dann ist das für mich ein bisschen einfacher immer. Hier ist so ein kleines Tutorial. Und da muss man zum Beispiel hier diese Kerzen hinstellen. Ne, und die muss man da vorne und dann diesen Code, das ist relativ einfach, so ein kleines Tutorial. Ja, und wenn man jetzt hier quasi im Multiplayer zocken will, dann geht man, macht man dieses Ding hier rein. Also ich bin jetzt hier, ich kann auch noch mal einmal ganz ins Menü zurückgehen, damit ihr das seht. So, ne, hier kann man jetzt Host, Join und Solo machen. Und wenn man zum Beispiel Host geht, dann hat man so eine Roomnummer und mit Join kann man dann da rein. Und dann kann man das Ganze tatsächlich im Multiplayer zocken. Das ist natürlich cool. Wahrscheinlich, wenn jetzt noch mehrere hier drin wären, dann würde ich nicht wie so ein Vollhorst da stehen. Dann hätte wahrscheinlich schon einer eine Idee gehabt. Hier können wir übrigens zwischen Sitzen und Stehen, Teleport, Smooth, ne, Rotation, Vibrationen, links, rechts, Sender und die Volume können wir dann noch ändern. Ja, und dann gehst du halt hier auf Solo und oder Multiplayer und hier bist du dann halt drin. Dann tust du das Teil hier rein und dann hältst du das fest. Alle müssen dann gleichzeitig festhalten, um das zu starten. Und dann landen alle quasi in dem Raum. So, jetzt sind wir hier wieder. Oh, er hat es nicht gespeichert. Ne, jetzt kann ich euch auch zeigen, so, also hier müsst ihr dann jetzt, ne, diese Nägel da abmachen. Ja. Und hier müsste man dann halt jetzt den Save aufmachen. Das habe ich ja auch schon richtig eingestellt. Hier ist halt die Frage, ich weiß es einfach nicht. Warte mal, jetzt versuche ich nochmal kurz.
Seht ihr? Da geht es jetzt auf 10. Aber was soll mir das sagen? Da steht ja jetzt hier nichts. Oder ist das Ding kaputt hier? Ist der Stecker nicht drin? Mach keinen Scheiß. Der Stecker ist vielleicht nicht drin. Nee. Doch, der Stecker ist drin. Weil da hinten sind nämlich so Stecker. Guck mal. Nee. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare vom Video schreiben, was ich falsch gemacht habe oder was hier fehlt. Das würde mich echt mal interessieren. Ja, ansonsten ein super tolles Escape Room Spiel, vor allem im Multiplayer ist das natürlich dann sicherlich sehr interessant. Wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Rooms of Realities. Ja, vielleicht habt ihr schon ein bisschen besser mitgedacht als ich und wisst, wie man da rauskommt. Aber guck mal, wir haben hier zum Beispiel noch ganz andere coole Räume. Hier ist noch so eine Art Gefängnis. Ne, da waren wir drin. Hier ist noch ja, so eine Art Tempel. Das ist der Main Room. Hier ist so eine Art U-Boot. Also, das ist schon echt cool. Ja? Und das Ganze im Multiplayer dann noch. Könnt ihr mal schreiben, ob das vielleicht für euch interessant ist, dass ich das mal im Multiplayer zeige. Und ja, dann schauen wir mal. Also, $15, kannst du nicht meckern. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Gebt mir einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de